So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio am Freitag mit einer freien Themennacht, einer offenen Sendung, offen für alle eure Themen, über die ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse wie immer domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Rüdiger und Rüdiger ist 24 Jahre alt. Hallo Rüdiger. Hallo? Ja, hi Dominik. Hi. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja, klar. Hörst du mich jetzt besser? Um was geht's bei dir, Rüdiger? Ja, und zwar, ich habe eine Affäre mit einer verheirateten Ehefrau seit letztes Jahr September. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss mich verstehen. Mhm. Ja, und zwar, die hat mir total den Kopf verdreht. Wie alt ist denn die verheiratete Ehefrau? Die ist 41. 41? Mhm. Kinder? Ja, drei. Drei? Mhm. Nee, zwei, Entschuldigung. Zwei. Wie alt ist das älteste Kind? 7 und 6. 7 und 6, ah ja. Noch kleinere Kinder. Hm. Wie habt ihr euch kennengelernt vor einem Jahr? Wir haben uns zwar auf der Arbeit. Mhm. Ist es eine Arbeitskollegin von dir? Weniger. Also ich bin halt ein Fahrer und ich besuche Firmen. Ja. Und die arbeitet in so einer Firma und da hatten wir uns kennengelernt. Ach so. Ja. So, jetzt läuft das seit einem Jahr. Das läuft jetzt seit einem Jahr. Du bist aber solo, da hast du auch noch eine Freundin. Nee, ich bin solo. Ja. Läuft das ganz geheim? Weiß niemand davon? Ja, das ist richtig anonym, ist das. Auch aus deinem Umfeld weiß das niemand? Halt, mein Freundeskreis und die halten davon nicht viel mittlerweile. Wohnt denn die verheiratete Frau mit den zwei Kindern bei euch in der Gegend, in deiner? Nee, in einer anderen kleinen Stadt halt. Wie weit entfernt von dir? Ungefähr 25 Kilometer. Ah ja. Ja, du sagst das so mit so einer Schwere. Ist also nicht so das Gelbe vom Ei, oder? Nee, nicht wirklich. Warum? Ja, weil, ja, manchmal denke ich, die meint das zwar ernst mit mir und manchmal denke ich halt nur, die nutzt mein Alter aus, weil... Das ist schon ganz, ganz komisch, ganz, ganz suspekt. Wie ist denn dein Gefühl für diese Frau? Ich liebe sie über alles. Also Liebe, das heißt, du würdest gerne mit der Frau eine richtige Beziehung haben? Auf jeden Fall. Mit allem drum und dran und wärst dann mit einem Schlag auch doppelter Papa? Ja, sicher, klar. Das wäre okay? Ja. Mhm. Was sagt sie denn, wie sie für dich empfindet? Ja, die sagt zwar, dass sie mich liebt, die tut auch sehr, sehr viel für mich, ne? Also schenkt mir Sachen oder ja, hört sich jetzt blöd an, aber macht doch zum Beispiel, wenn ich bei der bin, Essen und so, halt, die versorgt mich richtig, wie eine richtige Frau, sage ich jetzt. Ist sie wohlhabender als du? Jein. Was heißt jein? Also die hat halt eine kleine Villa und der Mann von ihr verdient auch eigentlich nicht schlecht. Ja. Aber du hast irgendwie das Gefühl, dass sie dich dann doch nicht so liebt und will, wie du sie liebst und willst. Genau, also ich glaube, ich habe das Gefühl auch, die wird niemals das alles aufgeben. Wurde das denn schon thematisiert zwischen euch beiden? Bitte? Wurde das schon thematisiert, dass sie das aufgeben? Ja, sicher schon oft. Ich habe das Thema schon oft angesprochen. Also du sagst das auch. Ich würde gerne mit dir zusammen sein, ich würde gerne mit dir zusammen wohnen und so weiter. Was sagt sie darauf? Was antwortet sie? Die würde das auch gerne, nur die finanzielle Lage erlaubt das nicht momentan. Momentan? Irgendwann denn? Irgendwann vielleicht, sagt sie. Also warum irgendwann und warum nicht jetzt? Ich weiß es nicht, Domian, ehrlich gesagt. Ich meine, du hast ja gerade schon was formuliert, was man immer sehr ernst nehmen sollte, wenn man selbst schon irgendwie ein diffuses Gefühl hat. Liegt man meistens richtig. Ja, auch wenn man das gar nicht persönlich so will, aber das Gefühl sagt einem schon manchmal, wo es lang geht. Du hast gerade gesagt, vielleicht will die mich nur, weil ich jung bin und vielleicht eine tolle Abwechslung im Bett gegenüber ihrem Mann, gegenüber der Ehe, die vielleicht schon lange läuft und so weiter. Also wenn ihr euch trefft, ist immer Sex angesagt. Auf jeden Fall, ja. Trefft ihr euch auch schon mal so, um irgendwelche anderen Dinge zu tun? Eigentlich weniger so. Also es gibt kein Spazierengehen, es gibt kein Kino oder Essen zusammen, gar nichts? Nee, weil wie gesagt, der Mann von ihr kontrolliert die auch eigentlich und
Wo findet denn der sexuelle Akt dann immer statt? Meistens in meinem Auto. In deinem Auto? Ja. Das ist ja auch schräg. Aber du besuchst sie schon auch zu Hause? Ja, aber wenn der Mann ja nicht da ist. Und gibt es dann auch Sex bei denen zu Hause? Ja. Das auch? Kommt sie zu dir auch in die Wohnung? Weniger, ne. Wie kommt das? Ich weiß es nicht, Domin. Also die war schon ein paar Mal bei mir. Die meinte, die fühlt sich nicht wohl. Ich habe akzeptiert. Ich meine, ich zwinge sie nicht. Ich kann sie nicht dazu zwingen. Wie oft seht ihr euch? Eigentlich fast jeden Tag, ja. Fast jeden Tag? Ja. Fast jeden Tag? Ja. Und jeden Tag Sex? Jeden Tag Sex, Domin, ja. Jeden Tag Sex? Ja. Ja. Klingt schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, also... Klingt komisch. Und wenn sie sich da so rausredet, von wegen, das geht jetzt finanziell nicht und könnte ich mir schon vorstellen, dass du richtig liegst mit deiner Vermutung, dass es um deinen Körper geht und nicht um dein Herz. Ja, aber ich muss doch dazu sagen, wo ich die anfangs dann kennengelernt habe, hat die mit mir noch eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ich habe das Nachhinein irgendwie erfahren, aber trotzdem, weil ich mich so in der verliebt habe, habe ich ihr quasi verziehen und ich übersehe diese ganze Chose, sage ich jetzt mal. Ne? Ist ein Fehler. Vielleicht hat sie sogar jetzt immer noch jemanden neben ihr laufen, ja, und du weißt es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Weißt du, was so ganz objektiv gesehen klug wäre, glaube ich, in der Situation? Und was? Rückzug. Ja. Ja, glaube ich. Also in dem Moment, wenn das für dich auch nur eine geile Sexgeschichte wäre, könntest du das ja so weiterlaufen lassen. Aber wenn du da zu viel Herz investierst und Gefühle, ist das nicht gut, wenn du das nicht zurückbekommst. Weil ehrlich gesagt, wenn ich drehe mich nach keiner anderen Frau mehr um. Und ich bin ein Typ, der sieht wirklich nicht schlecht aus. Ne? Also ich komme auch sympathisch rüber bei den Frauen, aber ich habe mich... Ja, ist auch klar, wenn du dich so sehr auf sie konzentriert hast, dass... ich habe mich total auf sie fixiert. Ja, ne? Ja. Also Rüdiger, meine Einschätzung aufgrund des Gesprächs ist, geh auf Distanz, wenn du das schaffst. Ja, aber kann ich nicht. Ich liebe die so sehr und ich sage immer... Gut, da musst du noch weiter, musst du noch mehr verletzt werden. Dann kannst du. Man sagt immer so, ich kann es nicht, aber dann irgendwann kann man es doch, wenn man zu sehr vielleicht getreten wird, gedemütigt wird, verletzt wird. Oder forciere es oder fordere sie raus und sag, pass mal auf, es geht so nicht weiter, ich muss jetzt eine klare Ansage von dir haben. Bis dann und dann will ich wissen, was los ist. Ja. Immer das alte Lied in solchen Geschichten. Einer hält den anderen immer hin, irgendwie, und erzählt was und der andere liebt und sagt, ich kann nicht anders. Ja, nee, hast du recht. Ja. Also mein Ratschlag wäre, zurückgehen, lieber Rüdiger. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die natürlich für euch kostenfrei ist. Und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Manuela. Manuela ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen, Manuela. Was ist dein Thema, Manuela? Ja, ich neige ziemlich zu aggressiven Anfällen. Da schlage ich zum Beispiel, meinen Ex-Freund geschlagen, auf der Straße auch Leute. Ich denke, was ist, weil mein Stiefvater mich als Kind geschlagen hat. Ja. Das ist also auch schon so, dass ich jetzt vorbestraft bin und die ganze Sache ist ziemlich unkontrollierbar. Weswegen bist du vorbestraft? Was ist da genau passiert? Ja, ich bin am Bahnhof gewesen und da wollte ich in den Zug einsteigen und da ist halt jemand gewesen, der mich an den Blut angerempelt hat. Was passieren kann? Ja, natürlich kann das passieren, aber ich bin halt an dem Tag schon schlecht gelaunt gewesen. Und ich habe ihn angeschrien und dann hat er irgendwie blöd zurückgeantwortet und dann habe ich ihm einfach auf die Nase gehauen. Ne? Und das heftig, oder wie? Ja, klar, natürlich. Ich habe dem die Nase gebrochen. Du hast die Nase gebrochen. Daraufhin gab es eine Anzeige? Ja, dann musste ich auch vor Gericht. Ne? Und deshalb bist du vorbestraft. Was für eine Strafe hast du bekommen? Ich habe Bewährung. Ich bin ja auch nicht das erste Mal vor Gericht gewesen, als Minderjährige auch schon. Auch wegen Gewaltdelikten? Ja, auch wegen Sachbeschädigung und so. Ne? Ja. Hast du denn, bist du eine kräftige junge Frau? Ja. Wie groß? Ich bin 1,68. Ich bin ganz
ganz klein, aber kompakt. Klein, aber kompakt. Machst du irgendeine Kampfsportart? Oder? Nee, aber ich mach schon viel Sport und ich habe auch im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet. Wo hast du gearbeitet? Im Landschaftsbau? Ach so. Im Garten- und Landschaftsbau. Das heißt, da sind gute Muskelaufbau hat da schon stattgefunden. Ja. Deinen Freund schlägst du auch? Ja, meinen Ex-Freund habe ich geschlagen. Den Ex-Freund hast du auch geschlagen. Kam das einmal vor oder öfter? Nee, das kam öfters vor. Das ist immer dann passiert, wenn irgendwas gewesen ist, was mir halt nicht gepasst hat, dann kam ich nicht mehr weiter und dann bin ich ausgeflippt. Also genau wie... Man hat mir dann im Nachhinein auch sofort leid getan, aber... Ja, hat er sich gewehrt? Nein, überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Hm. Das ist ja das Schlimme. Und ich habe einfach immer weiter auf ihn eingeschlagen. Hm. Ihn auch ziemlich verletzt sogar irgendwann mal? Ja, nee, er hat also schon gut... er kann mich ja auch zurückhalten ein bisschen. Mhm. Er hat dann schon immer geguckt, dass ich ihn halt nicht so treffe, dass da... größere Schäden gewesen sind, aber Blauflecken und so sind dann schon da gewesen. Ich sage ja immer umgekehrt, wenn mir hier Typen erzählen, dass sie ihre Frauen schlagen, einmal eine Frau schlagen, ist natürlich schon einmal zu viel. Ja. Und da wäre dann schon Schluss. Andersrum, ja, genau. Und andersrum ist es ganz genauso. Dass ich das gemacht habe, weil da gar nicht drüber nachdenke, das tut mir im Nachhinein schon leid, nur ich kann in dem Moment mich gar nicht kontrollieren. Ich werde dann so aggressiv und flippe einfach aus und... Da kann man natürlich immer sagen, ja, ich hab in der Kindheit schlimme Dinge erlebt, ist letztendlich aber keine Entschuldigung. Vielleicht im weitesten Sinne eine Erklärung für das Ganze. Gut finde ich immer, und das ist in deinem Fall ja jetzt offensichtlich auch so, wenn man das selbstkritisch sieht alles. Ne, das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Du könntest dich ja auch dahinstellen und sagen, hey, das war okay, der hat mich angerempelt und hat mich blöd angemacht, also kriegt er einen auf die Nuss. Nee. Schluss, ne? Aber so denkst du ja nicht. Ist die Geschichte mit deinem Freund deshalb auch kaputt gegangen, weil du zuschlägst? Nein. Nee, wegen einer anderen Sache. Hm. Ja. Wie ist es mit Freundinnen? Nee, also diese Freunde habe ich, also das ist noch nicht passiert, dass ich Freunde geschlagen habe. Freundinnen auch nicht? Mein Akku, oh wei. Oh wei. Oh wei, oh wei. Ja, ich muss mal ganz schnell an die Steckdose. Ich höre es gar nicht, wie piepst im Hintergrund. Normalerweise piepst das immer so nervig, wenn der Akku leer geht. Knack, Knirsch, angeschlossen? Ja. Ja. Ich hatte gerade gefragt, ob du auch schon mal Freundinnen vermöbelt hast. Nein. Das noch nicht? Nee. Also, alles klar, das hört sich so wurstelig an. Ja, das ist wegen dem Mensch. Kannst du dich konzentrieren? Ja. Entschuldigung. Ja. Was machst du sonst so im Leben? Du bist 20 Jahre alt? Mhm. Also, was machst du vom Beruf? Ja, Garten- und Landschaftsbau. Ne? Ach so, das ist dein Hauptjob. Aber ich dachte, du würdest das nebenher mal so ein bisschen machen. Nee. Ah ja. Und hast auch einen festen Job, feste Anstellung. Mhm. Wie oft ist es in den letzten 5 Jahren, so von 15 bis jetzt 20 Jahre, zu solchen Übergriffen gekommen, anderen Menschen gegenüber? Ja, das habe ich nie gezählt. Also so oft? Ein bis zweimal im Monat oder so kann das schon passieren. Und es waren, entweder waren es Partner oder es waren fremde Leute, wo ja, du ich dich... Ich hatte hier bis jetzt erst einen Freund, also das ach so. Eine Beziehung ist. Und der Rest waren dann Leute auf der Straße, wo sich irgendwie Konflikte ergeben haben? Ja, oder halt in der Schule, Klassenkameraden oder so. Verstehe. Ja, also wenn da so ein Gewaltpotenzial da ist, finde ich das auch ein Signal, dass man auf jeden Fall irgendetwas an sich ändern muss. Mhm. Vor allen Dingen dann auch, wenn du es alleine nicht schaffst. Du schaffst es ja nicht. Ne? Du kannst dir ja nicht vornehmen, das nächste Mal will ich mich anders verhalten. Mhm. Offensichtlich gibt es immer irgendeinen Reiz. Es sind auch schon Gott sei Dank oft Leute dann da gewesen, die auch dann dazwischen gegangen sind. Ja, ne? Ja. Ich könnte mir das so vorstellen, dass du da wirklich wie von Sinnen bist, ne? Das, wie so ein ich habe auch dann das, zum Beispiel jetzt, was mit meinem Freund gewesen ist. Ja. Danach dann Viertelstunde später auf dem Bett gesessen, geweint. Ja. Ich gar nicht wusste, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja. Bei Menschen, die ich jetzt auf der Straße sehe oder so, wenn die mich dann, wenn ich dann so einen Anfall bekomme, ist ja noch was anderes, als wenn ich da meinen Partner schlage. Mhm. Also, es gibt in der Psychologie sehr gute Methoden, wo man den Menschen helfen kann, ein solches Gewaltpotenzial in den Griff zu kriegen. Das würde ich gerne dir erklären lassen von meiner Psychologin gleich im Nachgespräch und würde dir auch dringend raten, vielleicht dafür dann etwas zu unternehmen, dass du da etwas gegen dich arbeitest, zumindest dass du dich in den Griff bekommst. Denn es könnte ja nicht nur, dass es einfach alles nur unangenehm und peinlich ist, sondern es könnte daraus ja auch mal irgendwann was Schlimmes passieren. Ja. Du könntest mal jemanden ja... Wenn man den, ich weiß nicht, wenn ich mit einer Flasche zuschlage oder so, kann ja alles passieren. Ne? Ja, und du könntest jemanden auch für sein Leben lang irgendwie schädigen durch einen Übergriff. Ne? Mhm. Manuela, du legst bitte auf und wirst von Heide, meiner Psychologin, zurückgerufen. Mhm. Und dann gibt es eine ganz konkrete
Informationen, was du in deiner Situation tun könntest und wo vor allen Dingen auch. Ja. Ja? Na gut. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Und toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Miriam. Miriam ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Dunja. Das ist aber ein sympathisches Guten Morgen, was ja. du sagst. Miriam. Ja. Um was geht's denn? Ich bin verliebt seit 2 Jahren, Domian. Aber ich bin nicht nur verliebt, ich bin besessen. Oh, das wird sich aber spannend. Das ist nicht normal. Ich habe diesen Mann seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen und ich denke jeden Tag an ihn. Du hast ihn seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen? Ja. Wo ist er denn seit 1,5 Jahren? In Österreich. Und du bist in Deutschland? Ja. Wart ihr denn mal? Ein Jahr habe ich ihn nicht gesehen, nicht 1,5. Ach so, ein Jahr. Wart ihr denn mal irgendwie miteinander verbandelt? Wir haben zusammen gearbeitet, wir waren Kollegen. Mhm. Ist aber ja. nie was abgegangen? Ja, wir haben geflirtet wie die Verrückten. Ja. Ja? Küsschen? Und ja. Auch miteinander geschlafen schon? Nein. Nein? Nein. Wir haben uns noch nicht mal geküsst. Ach doch, nicht richtig geküsst. Nein. Nur einfach geflirtet. Ja. Du bist verliebt gewesen ja. von Anfang an? Ja. Er auch? Das weiß ich weißt du nicht. Wie lange habt ihr denn geflochtelt? Also wir haben ungefähr 6 Monate miteinander gearbeitet, aber wir haben uns gesehen einmal im Monat für ein paar Tage halt, ne? Weil er halt aus Österreich kommt und der kam dann immer, also nach Deutschland. Wo du bist? Genau, wo ich gearbeitet habe und ja, und da haben wir zusammen gearbeitet und ja, also ein Traum, ja. Ich hab einen Freund gehabt in dieser Zeit und der war mir voll egal. Ja. Ich habe ihn zwar jetzt körperlich nicht betrogen, aber geistig kann man sagen, ja? Geistig volle Kanne. Volle Kanone. Mhm. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, da stimmt was nicht. Und aber wenn du so radadoll auf den warst, ja. wieso bist du denn dann nicht versucht, warum hast du nicht versucht, ein bisschen näher an den Rand zu kommen, wenn der denn mal aus Österreich wieder hier war? Ja, ich habe schon versucht, an ihn ranzukommen, aber ich habe erfahren halt, dass er eine Frau hat. Ach so. Und dass er auch eine Tochter hat von 5 Jahren. Und ich, da will halt keine Familie zerstören, ja? Ja, ja. Aber ich, oh mein Gott. Aber er hat das ja immerhin mitgemacht, das Flirten. Ja, ja. Okay, das machen ja viele Leute auch, aber dann ist Schluss, ne? Die flirten ein bisschen, aber dann ist auch... Ja. Habt ihr denn Telefonnummern ausgetauscht, ja. E-Mail-Adressen und so etwas? Ja, ja, haben wir. Mailt ihr ab und zu? Haben wir gemailt. Also jetzt hat es irgendwann mal aufgehört und meine Freundin sagt halt immer... Sie sagt halt immer, wer weiß, irgendwie jetzt, weil man sich halt nicht sieht und aus den Augen, aus dem Sinn, ja, aber ja. vielleicht, also... Was vielleicht? Ja, ich arbeite halt am Flughafen und er kommt jetzt alle 5 Wochen nach Frankfurt, ja? Ja. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, wenn es möglich ist, könnte er ja mal vorbeikommen, weil er weiß ja, wo ich tätig bin, in welcher Firma. Aber es ist ja schon ein schlechtes Zeichen, wenn dieser Mail-Kontakt eingeschlafen ist. Ja. Finde ich schon ein schlechtes Zeichen. Aber weil er halt eine Frau hat und eine Tochter und das will man wahrscheinlich dann auch nicht so schnell aufgeben, ja? Und ich wollte da auch nichts auseinanderreißen. Habt ihr auch telefoniert miteinander? Wir haben schon telefoniert, aber es ist halt, wie gesagt, schon lange her. Also jetzt in letzter Zeit ist gar nichts mehr. Das ist, Miriam, das ist ja verrückt, wenn du mir gerade am Anfang sagst, ich bin verliebt, fast besessen. Ja. Und so. Ja, aber das ist ja irre, wie sehr du dich da hochgeschraubt und reingesteigert hast. Ja. Ohne dass du ein bisschen Futter kriegst. Ja. Ne, da ist ja im Prinzip bisher nichts. Das ist ein netter Typ, mit der hat ein bisschen rumgeflirtet mit dir, was alle Leute irgendwo immer wieder machen. Und du bist im 7. Himmel, aber alleine. Ja. Das ist natürlich schon bedenklich, finde ich. Ja. Was mache ich denn da? Ich kenne das doch auch nicht und für mich ist es auch nicht normal, weil ich bin ja nicht das erste Mal verliebt und ich bin ja jetzt auch schon fast 30, ja. Und immer, wenn man so eine Weile jemanden dann nicht mehr sieht, ja, dann entwöhnt man sich. Ja, das ist ja wie eine Droge, ja? Genau, jetzt ist es aber umgekehrt. Ja, und es ist nicht normal. Und ich habe auch schon echt zu meiner Freundin, die genau dasselbe auch mal durchgemacht hat, beziehungsweise immer durchgemacht, sie ist die Einzige, die mich versteht und ich sag echt, das ist wie ein Fluch. Wie ja? hat denn die Freundin die ganze Sache losgekriegt? Wieder? Wie hat das auch? Ach nee, die hat's ja nicht losgekriegt. Ach, die hat den Typ bekommen, oder wie? Die hat quasi noch ein Tête-à-Tête mit ihm. Die hat ihn auch nicht ganz, aber sie hat ihn halt, der ist hier auch, also bei ihr in der Gegend wohnt er und
die kennen sich und da läuft halt schon was, also die haben schon ein Verhältnis miteinander und so, aber bei mir ist ja nichts, ne? Bei dir ist gar nichts. Bei mir ist jetzt nichts, aber wir haben 6 Monate, wie gesagt, habe ich ihn immer mal abwechselnd gesehen. Wann besteht denn die Chance, dass er wieder zu dir kommt? Also wieder da in deinen Arbeitsplatz? Also wenn die Chance besteht darin, dass er mich vielleicht mal sieht am Flughafen, wo ich arbeite, und wenn er landet aus Österreich. Aus Österreich? Und kommt, dann würde er vielleicht mich aus Zufall sehen oder wissen, ah, da ist sie tätig. Mirja, was ist denn das für hypothetische Fälle? Wenn er vielleicht mal landet und dann, wenn er mich vielleicht mal sieht, dann wird er mich aus Zufall sehen. Das ist doch alles irre. Ist doch Wahnsinn. Also 2 Möglichkeiten. Komm, jetzt müssen wir mal ein bisschen Klartext reden. 2 Möglichkeiten. Du hast dich da so reingesteigert in die Sache, was schon krankhaft ist. Ja. Ist zu doll, finde ich. Aber ich habe schon versucht, mich da wegzusteigern. Ja, weil da noch nichts vorgefallen ist. Da kannst du dich ja auch in irgendeinen Fernsehstar bald verlieben. So eine Qualität hat das. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Du gehst in die Offensive. Du hast immerhin die Telefonnummer und du hast die Mailadresse. Ja. Und versuchst wieder den Kontakt aufzunehmen. Ja. Und mit ihm in Kontakt zu kommen. Ja. Und gehst auch schon ein bisschen forscher ran. Ich meine, es ist sein Bier, zu sagen, hier ist die Grenze, oder du darfst weitergehen. Mhm. So, und wenn du eine Grenze gezeigt bekommst, weißt du, woran du bist. Ja. Und wenn du weißt, woran du bist, klar, woran du bist, ist es natürlich auch einfacher, sich wieder zu entwöhnen aus so einem Zustand. Ja. Also du musst jetzt in die ganze Sache mehr Realität reinbringen. Im Moment ist das ja alles Illusion und Spinnerei. Ja. Ne? Ich möchte nicht wissen, was du in deinen Träumen dir alles schon ausmalst mit dem schönen Mann aus Österreich. Ne, da muss jetzt ein bisschen wieder Normalität rein. Ja. Also nimm Kontakt auf. Volle Kanne Risiko. Okay. Ja. Du bist doch eine forsche, wenn auch schon bald 30 Jahre alte Frau, dennoch eine junge Frau. Ja. Du verblühst ja völlig. Du bist ja gar nicht offen für andere Männer. Doch. Doch, auch noch. Ich bin ja offen und Domian, ich habe ja auch schon der Sache ins Auge, ich habe gesagt, hey, er hat eine Frau, er hat ein Kind, hör auf, raus, weg. Nein, ja? Ich meine, wenn er mehr wollte, hätte er es gezeigt. Vielleicht weiß der ja gar nicht, was mit dir überhaupt los ist. Vielleicht ahnt er gar nicht, was für ein Vulkan in dir schlummert. Ja, und da habe ich versucht und wie gesagt, ich habe dann manchmal gedacht, okay, ich bin über dem Berg und dann... Okay, dann kommt aus nichts. Dann brauchst du noch mal ein paar Schüsse von Bug, von ihm. Ja. Ne, um zur Besinnung zu kommen. Oder aufgrund des Risikos entsteht vielleicht was ganz Neues und du rufst mich in 4 Wochen an und sagst, Domian, ich bin nicht mehr besessen, ich bin die glücklichste Frau aus ganz Deutschland, inklusive Österreich. Könnte ja auch passieren. Ja. Nein, was ich gerade meinte, du bist so fixiert auf den Österreicher, dass du wahrscheinlich gar keine Augen für die schönen deutschen Männer hast in Frankfurt. Doch. Ich versuche es ja aktiv. Läuft denn was ab und zu? Deswegen sage ich auch, es ist wie ein Fluch. Aber immer wieder flutschst du zurück. Ja. Ja. So ist es. So ist es. Das ist ja nicht normal. Sowas kenne ich ja auch gar nicht. Und ich habe ja, wie gesagt, mich schon öfters mal verliebt. Und ich bin auch selber wieder von weggekommen. Und es war immer so, okay, 3 Monate hat es gedauert. Wenn es krass kam, 4 Monate, dann war es gut. Aber ein Jahr ist zu lang. Ah ja? Ja, ein Jahr ist zu lang. Und dann kommst du auch manchmal wirklich volle Kanone wieder zurück und ich denke mir, hat der eine Voodoo-Puppe von mir oder so, woran ich nicht glaube. Aber Mirja, das ist es ja und deswegen, ich würde dich nicht anrufen, wenn es nicht so wäre. Versprichst du mir, dass du Kontakt mit ihm aufnimmst? Okay. Oh, fang mit einem charmanten neuen Kontakt an. Ja. So, und geh ruhig ein bisschen in die heißeren Zonen. Beim zweiten oder dritten mailen oder telefonieren. Und da wirst du merken, woran du bist. Und was dabei rauskommt, möchte ich gemailt bekommen von dir, okay? Ja. Okay. Stichwort Miriam aus Frankfurt, dann weiß ich Bescheid. Ja. Alles kann man aber nicht in Österreich sehen, oder? Doch, man kann uns auch in Österreich sehen. Oh nein! Dann hat er dich wahrscheinlich jetzt erkannt, wenn er uns sieht. Oh mein Gott. In welcher Stadt wohnt er in Österreich? Das sage ich jetzt nicht. Also wenn er dich erkannt hat, hat er dich längst erkannt. Weißt du, Domian, ich hätte jetzt fast dich mit seinem Namen angesprochen. Auf jeden Fall, weißt du, es ist schon so krass, er ist so stilvoll, ist so toll. Wow. Sonst würde ich doch nicht so von ihm besessen sein. Bin ich schon überzeugt, dass du natürlich, das muss ja ein ganz toller Typ sein. Aber hallo, und deswegen, ich möchte es mir aber auch nicht verscherzen, verstehst du? Ja, aber du kannst aber nicht bis ins hohe Alter dich in so eine Sache hineinträumen. Ja.
Also muss man auch riskieren. Und wenn man riskiert, verscherzt man oder man gewinnt. Ja. So ist das Spiel. Ja. Jetzt wünsche ich dir viel Glück und warte auf deine Mail. Okay. Miriam, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, unsere Themen nächste Woche, die verrate ich euch jetzt schon. Unsere Themen heißen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema, ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Voyeurismus, die Lust am Spannen. Wer sich da jetzt vielleicht schon in besonderer Weise angesprochen fühlt, kann sich gerne bei uns per Mail schon melden und sich schon mal vormerken lassen für die Sendungen nächste Woche. Hier ist Sonja. Sonja ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja, was ist dein Thema? Mein Thema ist Fremdgehen oder nicht. Fremdgehen oder nicht? Ja. Diese Frage beschäftigt dich zurzeit. Ja, ich lebe in einer Beziehung schon seit 3 Jahren. Ja. Leider ist es so, dass seit einem Jahr absolut kein Sex mehr läuft. Absolut kein, nichts mehr? Nein. Also, warum nicht? So ein Bussi und ja, ich habe ihn öfters gefragt. Er sagt, er ist gestresst, er hat viel zu tun, er ist selbstständig. Ich habe auch lange Zeit dafür auch Verständnis gehabt, aber in Urlaub, den wir seit kurzem hatten, lief dann auch nicht. Und also du würdest schon sehr gerne, aber es ist eher blockiert. Ja. Mhm. Und anfangs war halt so das Thema, ich habe halt etwas zugenommen gehabt, jetzt habe ich das auch etwas reduziert, ja. War auch etwas krank und ja, das hat sich aber alles jetzt ergeben. Ja. Und es läuft trotzdem nicht mehr. Wie ist denn euer Umgang ansonsten miteinander? Ja, es schwankt sehr. Mal sehr liebevoll und so, mal nicht so. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen. Mhm. Gibt es Zärtlichkeiten im Alltag? Außer dieses Bussi und mal umarmen, nein. Mhm. Ihr schlaft aber in einem Bett? Ja. Und kuschelt man da schon mal so aneinander? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Auch nicht. Also jeder liegt da für sich und genau. Da könnten auch fremde Menschen nebeneinander liegen fast. Ja, gute Nacht, Kuss und dann gute Nacht und das war's. Hat er kein sexuelles Bedürfnis? Anscheinend nicht. Fragst du ihn danach? Ich mag ihn schon. Ich hab nee, fragst du ihn danach, ob er, was er mit seiner Sexualität macht? Ja. Und was antwortet er? Nur immer, er habe Stress? Ja. Und im Urlaub, wie ist es da? Da lief gar nicht. Ja, hast du schon gesagt, aber da muss ja dann bei ihm irgendwie doch mal der Stress abgefallen sein. Und ja, aber ich hab öfters einen Anlauf versucht vor dem und im Urlaub habe ich es nicht gemacht, weil ich sehen wollte, ob es von ihm kommt. Ja. Mhm. Aber kam nichts. Nein. Was natürlich schon verletzend ist, wenn man um Sex betteln muss. Ja. Das ist sehr verletzend. Ja. Und das geht auf Dauer nie gut. Nein. Und ich weiß, dass ich trotz meiner paar Funde, die ich mehr habe, auf andere Männer sehr anziehend wirke und... So, jetzt hast du dir überlegt, Fremdgehen, ja oder nein? Mhm. Gibt es denn jemanden konkreten, den du im Auge hast? Ja. Ah ja. Der Martin, den kenne ich schon seit einigen Jahren. Wir hatten mal auch ein sexuelles Verhältnis. Ja. Nur sexuelles Verhältnis. Und es war sehr schön. Mhm. Und seit einer Woche stehen wir wieder im Kontakt. Mhm. Und ich bin halt überlegen, kann ich das machen? Soll ich das machen? Mhm. Wie kann ich das mit mir vereinbaren? Kann ich ihm dann in die Augen sehen und ihn trotzdem lieb haben? Mhm. Und du hast ihn noch lieb? Ja. Mhm. Du würdest auch gerne die Beziehung wieder in Schwung bringen, wenn es in deiner Macht stünde? Genau. Ja. Mhm. Glaubst du, dass er treu ist oder könnte es sein, dass er auch irgendwas nebenher im Laufen hat? Er ist hundertprozentig treu. Das, ja, das sagen viele. Und hinterher sind sie... Ich habe das alles im Auge, weil er ist Diplom-Ingenieur und arbeitet von zu Hause aus. Ach so, das hast du. Du kannst ihn immer gut beobachten. Ja, aber so wie du ja mal rausgehst, geht er doch sicher auch mal raus. Nein. Nein? Nein. Er ist immer zu Hause? Ja. Ach, keine Freunde, nicht mal auf dem Bier mit Kumpels raus oder nein, gar nicht. Nein, ist eben das, er raucht nicht, er trinkt nicht. Ah. Er ist überhaupt nicht so ein Typ, der sagt, ja, ich gehe jetzt mal weg und wenn Kneipe auch nicht so gerne, weil da ist ja alles verraucht und ja. Oh, ein sehr aufregender Freund. Ja.
Wie war denn früher, also als ihr euch kennengelernt habt? Ging es denn da im Bett wenigstens gut ab oder auch eher so die 0815-Nummer? Das war eine Sportkanone. Das war eine Sportkanone? Ja. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, da ist Potenzial bei ihm. Ja. Das ist Potenzial. Und da fragt man sich natürlich jetzt, wo bleibt das bei ihm? Er sagt, seitdem er keinen Sport mehr macht, also regelmäßig, und seitdem er auch jetzt diesen festen Auftrag hat, hatte er keine Zeit dazu, zumindest meinte er das. Ach so, ich habe gerade so verstanden, der wäre eine Sportkanone im Bett gewesen. War ja. Aber er verbindet das mit dem Sport, ach so, den er vorher gemacht hat. So, jetzt aber zum Fremdgehen. Lass uns über das Fremdgehen reden. Okay. Hast du denn oft genug dein Missfallen und dein Unwohlsein schon artikuliert? Ja. Ausgesprochen? Ja. Immer. Ich habe mir sogar vorgeschlagen, dass wir eine offene Beziehung führen. Ja. Und was hat er da? Oh, der meinte, er müsste sich dann etwas ans Land ziehen und dann. Also, er lässt es offen. Ja. Also, ein Jahr Frust. Was heißt, er lässt es offen? Was hat er gesagt? Ja oder nein? Oder er kann sich noch nicht entscheiden? Oder wie? Beide. Ja, er kann sich nicht entscheiden. Also, ich hab so ein Bild von dem. Er sitzt da. Ich habe so ein Bild von einem Langweiler. Ja. Von einem ignoranten Langweiler. Ich sag's mal überspitzt jetzt. Ja. Der sitzt da vor seinem PC, hat eine tolle Frau und interessiert sich überhaupt nicht für die Bedürfnisse der Frau, weist die Frau ab. Die Frau macht konstruktive Vorschläge, da geht er auch gar nicht drauf ein und lässt das alles irgendwie so weiterlaufen. Das plätschert ja so weiter dahin. Ja. So, und das ist schon eine Sache, die mich immer ein bisschen in Wut bringt. So, dass ich jetzt geneigt bin zu sagen, geh fremd. Ja. So. Aber dann nicht, natürlich kann man das nicht auf Dauer machen. Und das ist keine Lösung des Problems. Nee. Sag's ihm hinterher. Vielleicht wird er dann wach. Vielleicht rüttelt's ihn auf. Vielleicht bringt das ganze Schwung in eure Beziehung hinein. Denn du hast ja jetzt schon so sehr viel gesprochen mit ihm. Offensichtlich ist ja der taub und ist gar nicht erreichbar. Du hast seit einem Jahr ein Bedürfnis nach Sex, das er dir nicht gibt. Ja. So. Und du hast sogar den Vorschlag der offenen Beziehung gemacht. Da antwortet er nicht drauf. So, dann musst du ja irgendwie mal auch was, da kannst du ja nicht weiter wie so ein Kaninchen da sitzen und hoffen, dass der Freund mal irgendeine neue Aktion vorschlägt. Mhm. Er schlägt ja nichts vor. Nein. Was meinst du, wie er reagiert, wenn du sagst, pass mal auf, ich war mit dem Martin in der Kiste? Davor habe ich Angst, weil ich auch finanziell in gewisser Weise von ihm abhängig bin. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Und ich habe auch irgendwie Angst vor dem Gesichtsverlust, dass ich vor ihm keine Respektperson mehr bin. Aber vielleicht bin ich das jetzt schon nicht mehr. Glaube ich allerdings eher auch, Sonja. Weil, wenn ich es wäre, dann würde er darauf gezielt eingehen. Ja, er müsste irgendwas tun. Er müsste irgendetwas tun. Ich glaube ihm das auch nicht. Also Stress hin, Stress her. Wie alt ist er? 41, naja, okay. Dass das über so einen langen Zeitraum, dass er keine Lust mehr auf Sex hat. Onaniert er, weißt du das? Ja. Das macht er? Ja. Also ist er Lust auf Sex? Aber wahrscheinlich nur mit sich selber, nicht mit mir. Ja, aber es hätte ja sein können, dass er impotent geworden ist. Dann hätte er auch sein können. Man muss ja alles bedenken. Mhm. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Nee, offensichtlich nicht. Woher weißt du das mit dem Onanieren? Hast du ihn erwischt oder sagt er es? Ich habe ihn nicht erwischt, aber ich habe es einmal dann, wo ich ins Schlafzimmer gegangen bin, gerochen. Gerochen? Also, es hat einfach danach gerochen und er hat es dann auch zugegeben. Achso, du hast ihn dann auch angesprochen darauf. Ja. Hm. Nochmal zu der finanziellen Abhängigkeit. Wie groß ist diese finanzielle Abhängigkeit? Sehr groß. Sehr groß. Was heißt das genau? Ich habe, ich studiere und habe natürlich den kleinen Lohn des BAföGs und noch einen Nebenverdienst und habe leider so mit der vor ihm einige Schulden angehäuft, sodass ich jetzt eigentlich beschäftigt bin, meine Schulden zu bezahlen. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall. Ja. Der schlimmste Fall, er würde euch trennen und er würde dich finanziell nicht unterstützen. Ja. Was wäre dann? Dann müsste ich raus. Ich müsste aus der Wohnung raus. Das ist seine Wohnung? Ja. Mhm. Das ist ja auch ein anderer Punkt. Es ist eindeutig immer noch nur seine Wohnung. Nicht, dass er das sagt, sondern einfach von der Einrichtung. Ich muss jeden kleinen Weg, irgendetwas zu ändern, ganz viel Kraft aufwenden. Klingt alles auch nicht gut, Sonja.
Ich will dir mal sagen, wir können natürlich jetzt hier im Rahmen des Gesprächs diese finanzielle Abhängigkeit nicht auseinanderfummeln. Ja. Generell glaube ich, dass, oder bin ich der Auffassung, dass so eine finanzielle Abhängigkeit von jemandem auf keinen Fall ein Grund sein darf, bei jemandem zu bleiben. Es muss immer irgendwie einen Weg geben, und wenn es dann vielleicht auch für eine Weile sehr hart ist, wieder alleine auf eigene Füße zu kommen. Ja. Du bist Studentin, irgendwie jobben, irgendwas machen, irgendwie. Also das darf nicht der Grund sein. Das sage ich jetzt mal so leichtfertig, obwohl ich schon ahne, dass es vielleicht kompliziert ist bei euch. Es ist etwas kompliziert. Ja, aber zu diesem Fremdgehen. Wie gesagt, ich würde pokern, ich würde es machen. Und ich würde es ihm hinterher erzählen. Wie? Also auch beim Essen? Oder? Ja, beim Essen vielleicht nicht gerade, aber ihr wohnt zusammen. Also wird es eine Möglichkeit geben, ihm zu sagen, pass mal auf, gestern, vorgestern oder letzte Woche ist das und das passiert. Mhm. Und zwar genau aus diesem Grunde, worüber ich mit dir schon seit einem Jahr versuche zu reden. Ich kann nicht mehr. Ich habe sexuelle Bedürfnisse. Ja. Und wir müssen einfach jetzt eine Lösung finden. Mhm. Mir liegt sehr viel an dir. Und so hast du es ja zu mir gesagt, ne? Dass du ihn sehr liebst. Ja. So. Dann muss er gewarnt sein. Und wenn ihm an dir wirklich etwas liegt, dann muss dem Knaben müssen die Augen aufgehen. Ich denke, dass eigentlich durch das, was ich ihm gesagt habe, dass wir eine offene Beziehung führen sollten könnten, eigentlich genug gewarnt ist. Mhm. Hoffe ich. Ja. Aber anscheinend doch nicht, weil es ändert sich. Es ändert sich nichts. Mhm. Nein. Tja. Also soweit ist meine Meinung. Es ist meine ganz persönliche Meinung. Du kannst ja mal drüber nachdenken, wie du sie findest, und du entscheidest ja eh für dich, was du machen wirst. Ich finde sie gut, weil die Lust oder das Verlangen nach einem natürlichen Bedürfnis na klar. Normal ist. Und ich brauche auch irgendwie eine Bestätigung. Vielleicht könnten wir beide ja auch nochmal telefonieren, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Sehr gerne, dann mail uns bitte, weil das die sicherste Art ist, durchzukommen, mit Bezug auf dieses Gespräch. Solltest du dich für das Fremdgehen entscheiden und es ihm sagen, ja, unterhalten wir beide uns nochmal, und ich bin gespannt, was dann passiert ist. Okay. Ja? Mach ich. Verbleiben wir mal so, danke. Liebe Sonja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Nur für euch. Und unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Frage meiner Regie. Das ist der Christian. Christian ist 29. Guten Morgen. Christian. War 29, ist es immer noch, aber ist nicht mehr da. Dann nehmen wir die Melanie. Melanie ist auch weg. Oh, jetzt ahne ich aber Böses. Jetzt ahne ich aber ganz Böses, dass unser Computer hier spinnt. Dann versuchen wir mal den Frank. Frank ist 28. Ja. Ja. Hallo. Das ist ja schön. Guten Morgen, Domian. Ich hatte schon große Sorge, dass unser System hier irgendwie abgeschmiert ist. Ja, ich habe es schon mitbekommen. Ich denke, hoffentlich kommt es noch durch. Ja. Also, mein Thema ist so ein bisschen was aus der Altenpflege. Ich bin Altenpfleger, bin 28 Jahre alt, mache das jetzt schon gut 10 Jahre und bin eigentlich momentan relativ frustriert so in meinem Berufsleben. Warum? Ja, es ist einfach so, dass die Qualität sehr hoch ist. Das heißt, wir sollen sehr viele Formulare machen, Wundmanagement, Protokolle, Pflegeplanung, Pflegeberichte an sich schreiben, dokumentieren über Trinkflüssigkeitsbilanzierungen. Klingt alles sehr bürokratisch. Ja, es ist auch sehr bürokratisch. Klingt so, als würde man mehr Zeit verwenden, irgendwelche Formulare auszufüllen, als denn sich mit den Menschen zu beschäftigen. Ja, so kommt es mir mittlerweile auch immer mehr und mehr vor in der Pflege. Und das stört eigentlich schon ein Stück weit, weil man einfach die Zeit, die man im Büro verbringt oder generell mit der Dokumentation, nicht mehr für den Bewohner oder für den Patienten aufbringen. Ist das in den letzten Jahren schlimmer geworden? Also als ich angefangen habe in der Pflege, war es halt so, da waren 3-4 Formulare, da ging es halt auch Trinkbilanzierung, ein Leistungsnachweis, wo halt die Tätigkeiten abgezeichnet worden sind und die Pflegeberichte. Und das ist halt jetzt in den letzten Jahren halt immer mehr zu Pflegeplanung. Hat das auch damit zu tun, dass weniger Personal eingestellt wird? Ja, ich denke schon. Das heißt, jetzt um uns Laien mal eine Vorstellung zu machen, ist das bei dir so wie auf einem Krankenhaus, dass du eine Station, nennt man das, oder eine Etage zu betreuen hast? Einen Wohnbereich. Ja, wie viel Menschen wohnen da? Also rund 30. Rund 30. Wie viel sind davon schwer
Schwerstpflegefälle oder bettlägerig? Momentan haben wir davon 4. 4? Ja. Wie viel Zeit und wie viele Kollegen gibt es, die sich dann um... Also normalerweise haben wir im Frühdienst 3,5 Leute, die sich halt dann um die Bewohner kümmern können, sollen, müssen. Würde ich jetzt im ersten Moment denken, 4 Schwerstpflegefälle und 3 Betreuer klingt doch eigentlich ganz gut. Gut, aber dann haben wir noch immerhin 25 andere Bewohner da, die auch noch versorgt werden. Die auch versorgt, ja genau. Die nicht so zeitintensiv vielleicht, aber die wollen auch die Aufmerksamkeit haben und wollen auch versorgt werden. Richtig, und ich sag mal, wenn man dann halt noch eine demenzielle Erkrankung dazu hat oder andere Grunderkrankungen, die dann wiederum von den Krankenkassen nicht so anerkannt sind, wie gerade Wundversorgung, die wird nicht so, Echt, das wird nicht anerkannt, das ist doch das größte Problem. Ja, das wird schon anerkannt, aber es ist vom Zeitfaktor wird das gesagt, ja, das muss halt gemacht werden. Dafür kriegt man halt nicht mehr Personal, ne? Es geht halt nach den Pflegestufen. Wie viel Zeit im Durchschnitt hast du für einen, es gibt ja so Berechnungen bei Krankenschwestern, kannst du das bei dir in deinem Bereich auch sagen, wie viel Zeit du... Also man muss bei uns mal ein bisschen unterscheiden zwischen den Fachkräften mit Examen und den Pflegehelfern. Und den Fachkräften sind dann halt noch so andere Aufgaben zugefügt, wie zum Beispiel halt die Kontakte zu den Ärzten, Angehörigen, Krankenkassen. Bist du Fachkraft? Ja. Du bist Fachkraft? Ja. Mein Examen vor 7 Jahren gemacht worden. Ich meine, das ist ja schon erschütternd, wenn jemand sagt, ich arbeite, bin ein junger Mann, ich arbeite 10 Jahre an dem Beruf und ich bin irgendwie frustriert, weil das nicht mehr das ist, was ich mir vorgestellt habe. Die Vorstellung war wahrscheinlich auch sehr idealistisch, ich will Menschen helfen. Das ist ja die Grundmotivation, wenn man in so einen Beruf geht. Spaß an der Hilfe halt auch haben. Also grundsätzlich eigentlich den Leuten auch was Gutes tun, weil genau. Ich sag mal, ich habe relativ sehr viel Respekt davor, weil man muss halt einfach bedenken, da sind Leute bei, die sind 94, 95 Jahre alt, die haben teilweise 2 Weltkriege mitgemacht, die haben einiges erlebt und dann kommt dann morgens da so eine wüste Pflegekraft ins Zimmer rein, reißt das Licht an und brüllt dann mal freundlichst guten Morgen, wird dann schon aus dem Bett geworfen, ich übertreibe das jetzt mal ein Stück weit, ins Badezimmer anziehen, Vorlage fertig machen, zum Frühstück begleiten und dann den nächste Medikamente verteilen, Insuline verteilen. Kennst du solche Kollegen, die auch so rabiat mit den Leuten umgehen, mit den alten Leuten? Es passiert leider. Es passiert leider. Und ich kann was kannst du denn jetzt als ich sag mal als normaler Angestellter, was kannst du dann denn dagegen halten, außer dich zum Beispiel jetzt in der Öffentlichkeit zu äußern? Was kannst du machen? Also wir versuchen schon generell immer viel darüber zu reden und auch uns gegenseitig dann auch wieder runterzuholen, uns auch aus den Situationen herauszunehmen. Was sagt denn die Heimleitung? Ist die eher auf deiner Seite oder eher auf der Gegnerseite? Ich würde eher sagen, die sind auf der finanziellen Seite. Also denen geht es um Kohle machen. Im Vordergrund steht nicht der Patient oder der Pflegebedürftige. Ja. Das ist das Schlimme. Das ist wirklich, und ich habe die große Sorge, dass das sich immer weiter verbreitet, dass nicht der Patient, nicht der Pflegebedürftige im Vordergrund steht, sondern die Kohle. Richtig. Und dass man die optimal rausholt. Also meiner Meinung nach ist das hier in Deutschland mittlerweile so, dass Qualität nur auf dem Papier besteht und die Qualität in Leistung gar nicht mehr ausgeführt wird. Nun gibt es ja... geraten ja immer mehr auch etwas jüngere Leute in die Situation, der Vater oder die Mutter muss in ein Heim. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wo ich dich hier habe, das ist eine gute Gelegenheit. Auf was sollte man achten, wenn man ein Heim, ein Pflegeheim, ein Altenheim für die Eltern aussucht? Auf was sollte man achten, wenn man so Vorbesuche macht? Was sind Zeichen für ein gutes Heim? Das ist eigentlich relativ schwer zu beurteilen. Also meiner Meinung nach sollte die Möglichkeit bestehen, dass die Angehörigen sehen können, dass halt Betreuungsmaßnahmen stattfinden, dass halt Personal dafür da ist, die halt auch Gedächtnistraining zum Beispiel machen oder halt auch mal eine Musikrunde machen, dass halt auch andere Angebote wirklich präsent sind. Da gibt es halt auch Aushänge, wo man mal drauf schauen kann, dass da halt wirklich verschiedene Angebote da sind. Und vielleicht einfach mal morgen da mal gucken, wie viele Leute da so auf dem Wohnbereich sind, die da in der Pflege tätig sind. Sicher einfach gut. Mal nachhören. Ja, sicher gut ist es ja auch, wenn man als Angehöriger die Möglichkeit hat, mit Bewohnern des Altenheims sprechen zu dürfen. Ja.
Nur leider ist das so, also ich sag jetzt mal, bei uns auf dem Bereich sind halt sehr viele demenziell verändert, die können da keine klaren Aussagen zu treffen. Ist klar. Ja. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Faktor. Ne? So, was ist jetzt deine Perspektive? Wie soll es weitergehen für dich? Tja, das ist die große Frage. Ich hatte eigentlich dieses Jahr schon versucht, mich irgendwie neu zu orientieren und wollte auch einen ganz anderen Bereich machen. So schlimm ist es, dass du rausgehst aus dem Beruf, den du gelernt hast und der dir eigentlich Spaß macht. Das finde ich ja schon sehr traurig, dass es in unserer Gesellschaft so kommt und so kommen muss. Ja, das ist also, ich sag mal, ich habe früher als kleines Kind, wo meine Mom noch in der Krankenpflege gearbeitet hat, selber alten Leuten auch aus dem Buch vorgelesen. Das hat mir eigentlich schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und habe eigentlich auch dann irgendwann gesagt, so, das möchtest du auch mal machen. Und das sind Sachen, die einfach schön sind. Ne? Und wenn man bedenkt, heutzutage, man macht dann wirklich alles für die Leute und es geht einem wirklich auch irgendwann auf den Rücken. Ne? Weil im wahrsten Sinne des Wortes, es geht psychisch erstmal ganz schön nahe, weil man halt dann sieht, dass man die Zeit nicht für die Leute da sein kann, weil man wieder nur im Büro sitzt. Es geht einem auf den Rücken, weil man schnell arbeiten muss. Ich will dir mal sagen, so ein Gespräch, was ich jetzt mit dir führe, macht mir schon große Sorge und auch Angst, wenn ich so in unsere Zukunft blicke. Es wird immer mehr ältere Leute geben, es wird immer mehr Pflegebedürftige geben. Ja. Und ich habe wirklich auch die große Sorge, dass jetzt ein Indiz mehr, was du mir erzählt hast, dass das gesellschaftlich nicht in den Griff zu kriegen ist. Ja. Und dass immer mehr Menschen unglücklich in den Altenheimen leben werden und dort auch unter Umständen auch leiden werden müssen. Also ich sag mal schon, also versuchen generell immer den Leuten das Bestmögliche zukommen zu lassen. Aber auch wir als Pflegekräfte kommen ganz schnell an unsere Grenzen, weil wir auch teilweise von den Kassen und auch von den Heimen, von den Leitungsebenen einfach Grenzen gesetzt bekommen. Ne? Und dann wird halt einfach mal gesagt, so, du hast jetzt erstmal hier deine Schreibarbeiten aufzuarbeiten und zu gucken, dass das stimmt. Weil es gibt ja auch Überprüfungen durch die Krankenkassen. Ja, ja. Die machen das dann halt so, unangemeldet meistens und kommen dann in die Häuser und überprüfen dann alles. Lieber Frank, wir werden das Problem nicht lösen, das ist klar. Richtig. Aber lass uns das mal so verstehen als eine Wortmeldung im Kanon dieses großen Themas. Genau. Und je mehr sich zu Wort melden, desto größer ist die Chance, dass die Verhältnisse sich auch wieder bessern werden. Insofern danke ich dir sehr für deinen Anruf und vielleicht solltest du doch nochmal überlegen, weil ich sage das ja immer wieder an dieser Stelle, ich den Beruf, den du ausübst, als einen sehr wichtigen sehe und ich großen Respekt vor diesen Leuten habe, die in diesen Bereichen arbeite. Jeder, der weggeht, ist ein großer Verlust, finde ich. Gut. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir, Frank. Danke gleichfalls. Tschüss. So, jetzt geht es weiter mit Mike. Hallo Mike, 28, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Mike, was ist los? Ja, das geht darum, dass diese Woche bei meiner Mutter halt Computertomographie gemacht wurde und dass halt ein Gehirntumor festgestellt wurde. Ganz, ganz überraschend. Was ist überraschend? Also es ging jetzt schon irgendwie einige Monate schlechter und nur sie wurde halt vom Hausarzt irgendwie zum Neurologen überwiesen und der hat die Antidepressiva verschrieben. Und sie war durch Antidepressiva und hat auch halt irgendwie verwirrt und so ein bisschen und halt hat Schwindelgefühl gehabt und ich dachte halt, sie würde halt wenig trinken, weil sie halt immer Kopfschmerzen hat. Sie hat gesagt, dass sie halt, Entschuldigung, der Minutenton, der immer klingelt, ne? Wie? Was, bitte? Der Minutenton, der klingelt bei mir immer beim Handy. Ich habe vergessen, ihn auszuschalten. Ich habe nicht dran gedacht. Achso, ich höre ihn Gott sei Dank nicht, sonst würde es mich auch... Achso, ich höre das nur immer. Ich dachte, das würde ins Fernsehen übertragen. Nein. Also der Mutter ging es schon eine ganze Weile schlecht. Aber niemand hat daran gedacht, dass es so etwas Schlimmes ist, sondern man hatte gedacht, es ist eine seelische Ursache und man hat sie mit Antidepressiva behandelt. Jetzt ist die Diagnose Gehirntumor. Ja. Wie konkret hat man sich denn schon geäußert? Wie schlimm ist der Tumor? Was kann man machen? Kann man etwas machen? Er ist wirklich sehr schlimm. Ich weiß nicht, er ist auch mit höchster Wahrscheinlichkeit bösartig und ich denke, dass ich, also wir haben sie jetzt
Mittwoch in die Spezialklinik. Das CT wurde also im Nierenzentrum bei uns gemacht. Mhm. Also irgendwie. Also ist denn schon eine Aussage darüber getroffen worden, was man jetzt tun kann? Kann man das operieren? Kann man das bestrahlen? Man muss ja eine Chemotherapie machen. Also das war gleich am Mittwoch, wo wir sie dann abends, also mein Bruder, der wohnt bei meiner Mutter. Und ich kam dann halt abends nach der Arbeit, kam ich da halt vorbei und wollte was zu essen kochen. Weil Mike, die Frage ist, kann man was gegen diesen Gehirntumor machen? Und wir haben sie dann halt in eine Klinik, in eine Fachklinik gebracht. Und der Arzt sagte halt, dass ein MRT gemacht werden müsste und halt, dass man genau sieht, wie der Tumor angegriffen werden könnte, halt operativ und was man machen könnte. Das Schlimme ist in dem Fall auch noch, dass der direkt zwischen den beiden Gehirnhälften sitzt. Ja, also im Klartext, man weiß noch nicht genau, ob man was machen kann. Ja. Also genau. Ihr seid im Moment in der Situation, die Mutter hat eine sehr schwere Tumorerkrankung im Gehirn. Ja. Und noch ist nicht klar, wie man vorgehen sollte oder ob man überhaupt vorgehen kann. Ja, es soll irgendwie eine Chemotherapie stattfinden, sagte der Arzt. Und das war halt schon mal, heute war ich bei ihr halt heute Nacht. Was hat der Arzt mit der Chemotherapie gesagt? Ja, dass halt auch Chemotherapie gemacht werden sollte. Und Wie nimmt deine Mutter denn das Ganze auf? Das ist halt das Ding, dass sie halt irgendwie ziemlich vergesslich ist, auch das ist ja ganz, sie ist schon seit mehreren Jahren halt vergesslich, aber jetzt in letzter Zeit ist es halt schlimmer geworden. Meine Frage war, wie deine Mutter die Diagnose aufnimmt. Ja, das will ich dir gerade erklären, dass sie gar nicht so den Sachverhalt der Lage kennt. Ach so. Und ich war heute bei ihr und dann ging es die ganze Zeit gut, weil ich denke, dass ich Motivation rüberbringen muss. So, ne? Ich kann nicht zu traurig sein. Ja, natürlich. Ich meine, die letzten beiden Tage, wo ich mit meinem Bruder da war und auch allein im Krankenhaus war, da war sie auf der Intensivstation, weil sie epileptische Anfälle hatte, Krämpfe hatte. Mhm. Wie viele Leute gibt es denn so in eurem näheren Umfeld? Da gibt es den Bruder, habe ich es gehört, dich gibt es. Und dein Vater, ist der mit deiner Mutter zusammen noch? Nein, die sind geschieden, meine Eltern. Also schon seit mehreren, es ist schon seit 15 Jahren, so sind sie schon geschieden. Also seid ihr beiden Jungs quasi die engsten Ansprechpartner dann für eure Mutter? Ja, und ansonsten ist halt noch, momentan auf jeden Fall schon, also ich würde sagen, jetzt möchte sie halt ihr Ex-Freund besuchen kommen und eine gute Freundin und eine andere Freundin hat auch schon gefragt. Und ich habe der einen Freundin erstmal gesagt, mit der ich telefoniert hatte, dass wir es vielleicht besser auf nächste Woche verschieben sollten. Also ich verstehe, du brauchst auf jeden Fall, musst du ihr Rückhalt geben. Ja. Oder ihr müsst ihr Rückhalt geben. Ja. Und dich schlägt es aber natürlich auch, hat es auch sehr angeschlagen. Und das ist ja auch völlig klar, wenn man so eine Diagnose hört, dass die Mutter so schwer krank ist, haut einen das natürlich auch kolossal um. Ja. Lieber Mike, ich mag ja auch, dass es dir auch schwerfällt, da so drüber zu sprechen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du da auch selbst so schockiert bist darüber. Ich möchte dir mal anbieten, dann ist das auch ein bisschen stressfreier für dich, dass wir das Gespräch im Hintergrund fortsetzen. Das heißt, da müsstest du jetzt auflegen und wir rufen dich nochmal an und dann können wir mal in Ruhe überlegen, wie man dir vielleicht auch so ein bisschen stabilisierend zur Seite stehen kann. Ja. Sollen wir es mal so machen? Ich möchte dir sagen, dass es mir die letzten beiden Tage sehr dreckig ging. Dass ich heute mit ihr reden konnte wieder. Und so, weil ich konnte auf der Intensivstation, war sie nicht ansprechbar, da hat sie Valium bekommen. Und ich weiß im Endeffekt nicht noch, was sonst noch alles, ne? Und die Kooperation unter den Ärzten war wirklich sehr schlecht, muss ich dir sagen. Wir machen es erstmal so. Du legst mal bitte auf und wir melden uns gleich, Mike. Okay? Ja. Dann sagen wir mal bis gleich. Ja, danke. Tschüss. Und Sandra ist hier. Sandra ist 21. Hallo, Sandra. Hallo, guten Morgen. Hallo, Sandra. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe das Problem, dass ich jetzt, also ich bin seit 2,5 Jahren solo und habe in der Zeit halt niemanden gehabt. So kleinere Flirts mal, aber
halt nichts, was irgendwie weitergeführt hat. Mhm. Und ja, es ist halt so, dass ich schon gerne körperliche Nähe wieder hätte. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann ich auch niemanden richtig an mich ranlassen, weil ich ziemlich stark übergewichtig bin. Wie stark denn? Sag mal, wie schwer bist du? Also ich wiege 105 Kilo und ja, aber 1,64. 105 Kilo, 1,64. Ja. Mhm. Ja. Und ja, also ich bin halt selber mit meinem Körper überhaupt nicht zufrieden. Ja, das heißt, du schämst dich, wenn du dich auf was einlassen würdest. Ja. Mhm. Gab es denn schon... Jetzt auf der Straße und so ist kein Problem, damit gehe ich eigentlich relativ locker um, aber ich... Aber in der intimen Situation da, wenn man nackig ist und man sich halt völlig entblößt hat. Genau. Gab es denn Situationen schon in den letzten 2,5 Jahren, wo du hättest zuschlagen können, aber du hast es nicht, weil du dich schämst? Ja, ich hatte jemanden kennengelernt. Das war so eine Geschichte, der fand mich halt ganz toll, mhm. aber ich fand ihn eigentlich nicht so sehr attraktiv. Mhm. Und er wollte dann halt auch mehr, mhm. aber ich hab ihn dann zurückgewiesen und hab dann auch den Kontakt abgebrochen. Auf der einen Seite, weil ich es halt einfach, also weil ich ihn nicht an mich ranlassen wollte und ich ihn natürlich auch nicht so attraktiv fand. Ja. In dem Fall war die Entscheidung vielleicht sogar gut. Wenn du gar nicht so richtig scharf auf ihn warst, dann sollte man es auch nicht machen. Mhm. Da fühlt man sich vielleicht hinterher noch schlechter, als wenn gar nichts gelaufen wäre. Ja. Wie lange warst du vorher mit deinem Partner zusammen? Das waren 2 Jahre. 2 Jahre. Und warst du da auch schon so übergewichtig oder weniger? Nee, in der Zeit habe ich sehr viel zugenommen, als ich mit dem zusammen war. Ach, in der Zeit, ja. Und da hat dir das nichts ausgemacht, dann mit ihm intim zu werden? Und naja, irgendwann schon. Also am Anfang war es halt sehr gut. Es war lief richtig gut im Bett und ja, wir hatten auch viel Sex so. Mhm. Aber nach einer Zeit, ich bin dann halt immer dicker geworden und hatte auch das Gefühl, er fand mich dann irgendwann nicht mehr attraktiv. Mhm. Also er hat sich dann viel nach anderen Frauen umgedreht und daran ist das dann letztendlich auch gescheitert. Nun ist ja natürlich der beste Lösungsstrang wäre ja, du sagst, ich fühle mich in meinem Körper unwohl und mit meinem Körper unglücklich. Dass du versuchst runterzukommen von den Funden. Ja, das habe ich schon öfters versucht. Ja. Ja, es ist halt manchmal, also ich habe auch Erfolge gehabt, so mal 10 Kilo, aber das war dann auch schnell wieder oben. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es gerade damit zusammenhängt, dass ich mich halt nicht wohlfühle, dass ich dann auf Frust dann noch immer mehr esse. Was natürlich wahnsinnig ist, ne? Das ist natürlich ein irrer Effekt, ne? Dann wird es noch immer schlimmer. Mhm. Aber die Hauptrichtung ist natürlich, aber das muss ich dir nicht sagen, dass du wirklich mit Vehemenz und immer wieder, auch wenn du 1000 Rückschläge hast, versuchen musst, den Speck runterzuhungern. Das Argument ist kein ästhetisches, sondern das Argument ist, du fühlst dich nicht wohl und wahrscheinlich ist es auch viel gesünder, wenn du dünner bist. Ja. Und das andere ist, wenn jemand auf dich steht, so wie du bist, dann solltest du dich auch darauf einlassen, wenn du den gut findest. Da würde ich ganz forsch mit umgehen. Selten vorgekommen.